Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im August 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ihr profitiert weiterhin von besonders schönen Romantiksternen und habt eine umwerfende Ausstrahlung. Liierte Fische fühlen sich bei ihrem Schatz geborgen. Wenn ihr einen Flirt anfangt, solltet ihr authentisch und ehrlich auftreten. Falls ihr eine persönliche Beratung braucht, zum Beispiel in einer Liebesangelegenheit, bin ich gern für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und die Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Ein wichtiges kosmisches Ereignis im August ist der Übergang von Lilith aus dem Steinbock in den Wassermann. Mehr darüber erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special und ihr könnt in meiner Verlosung eine Lilith-Beratung gewinnen. Wie ihr daran teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Alles über eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder 2018 spezielle wichtige Aspekte empfangen, das erfahrt ihr in meinem Jahreshoroskop, entweder im Video oder ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Und weil das halbe Jahr rum ist, könnt ihr das Jahrbuch ab sofort mit 50% Rabatt erwerben. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure aktuellen Tendenzen für den August. Die starken kosmischen Anspannungen der ersten Augusttage bekommt ihr gar nicht so direkt mit. Zumindest betreffen sie nicht eure Fischesonne. Aber rechnet damit, dass andere Leute hektisch und gereizt sind und nehmt es nicht persönlich. Ihr habt eine schöne und angenehme Ausstrahlung und wahrscheinlich entspannen sich die Leute in eurer Gegenwart. In den ersten 7 Tagen steht die Venus noch bei euch im Partnerhaus und das ist ein erfreulicher Aspekt für Geselligkeit und wohlwollende Begegnungen. Weiterhin stehen eure Reisesterne sehr gut und sie begünstigen auch eine Urlaubsromanze. Beruflich ist aber auch einiges los für euch am Sternenhimmel, denn die Sonne im Löwen aktiviert euer Berufshaus und dort steht auch der Mondknoten. Das kann Affären im Kollegenkreis begünstigen. Und weil es auch das Gesundheitshaus ist, könnt ihr einen guten Heiler finden, falls ihr ein gesundheitliches Problem habt. Allerdings steht da auch der rückläufige Merkur. Deshalb rechnet damit, dass es im Job zu Planänderungen oder Verzögerungen kommt oder dass euch Informationen fehlen. Und falls euch eine Gesundheitsdiagnose komisch erscheint, holt euch lieber noch eine zweite Meinung ein. Der Mars steht weiterhin im Wassermann und ist rückläufig und kann versteckte Konflikte anzeigen. Vielleicht kommt ihr auch mit eurer spirituellen Arbeit nicht weiter. Macht euch nicht verrückt und lasst euch auch von anderen nicht unter Druck setzen. Nur wenn ihr merkt, dass hinter eurem Rücken gegen euch intrigiert wird, dann müsst ihr natürlich was dagegen unternehmen. Am 6. August wechselt die Lilith in den Wassermann und geht dann in euer 12. Sonnenhaus der Spiritualität. Und was das für euer Sternzeichen bedeutet, habe ich in meinem neuen Video-Special ausführlich gedeutet. Darin erfahrt ihr alles über diesen wichtigen Transit und es heißt kreativ, wild und frei Lilith im Wassermann. Solltet ihr euch anschauen. Am 7. August wechselt die Venus ins Zeichen Waage und sie wandert dann bis zum 9. September durch euer 8. Sonnenhaus. Und da geht es um eure intimen und vertrauten Beziehungen und auch darum, was ihr euch gegenseitig wert seid. Leider bildet die Venus in den ersten Tagen darauf gleich einen schwierigen Aspekt. Da könnte es Auseinandersetzungen ums Geld geben oder auch darum, ob ihr euch über eure gemeinsamen Werte einig seid. Es ist auch keine gute Idee, in dieser Zeit einem Freund Geld zu leihen. Das könnte später die Freundschaft belasten. Dieser Aspekt dauert bis zum 11. August, dann kommt wieder mehr Frieden auf. Und am 11. ist dann auch der Neumond im Zeichen Löwe und der fällt in euer 6. Sonnenhaus. Da geht es darum, was ihr bei euren täglichen Abläufen braucht, um euch wohlzufühlen, sei es für eure Gesundheit oder in eurem Job oder beides. Ich kenne zum Beispiel eine Fischefrau, die auf ihrer Arbeitsstelle von ihren männlichen Kollegen genervt wird, die durch alberne Aktionen versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu erheischen und sie dadurch vom Arbeiten abhalten. Das hat natürlich auch wieder mit ihrer bezaubernden Ausstrahlung zu tun. Sie hat nämlich zurzeit hier den Neptun genau auf ihrer Sonne und dadurch fühlen sich alle von ihr bezirzt, auch wenn sie das gar nicht beabsichtigt. Das ist im Moment typisch für viele Fischegeborene, besonders der zweiten Dekade. Schaut mal, was ihr da für ein Thema habt und dann könnt ihr den Neumond nutzen und euch damit beschäftigen, wie ihr mit der Situation in den kommenden 4 Wochen oder auch in den kommenden 12 Monaten umgehen wollt.
Weil auch der rückläufige Merkur noch dabei steht, redet erstmal nicht drüber, sondern macht euch nur Gedanken. Zum Vollmond stehen die Sterne ausgezeichnet, um eure neue Strategie dann umzusetzen. Ihr bekommt dabei einige kosmische Hilfe, zum Beispiel von einflussreichen Verbündeten oder verständnisvollen Vorgesetzten. Am 13. August läuft der Mars zurück ins Zeichen Steinbock. Dann dürfte diese Neigung nachlassen, hinter eurem Rücken zu agieren. Und am 19. wird der Merkur in eurem Jobbereich wieder direktläufig und dann kommt wieder mehr Klarheit in eure Abläufe. Und so vom 16. bis 19. ist auch eine gute Zeit für eventuelle klärende Gespräche. Ja, genau. Und am 23. August morgens um 6.08 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau. Sie aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer Partnerhaus und sorgt für viele interessante Begegnungen und Flirtchancen. Aber auch berufliche Partnerschaften stehen dann unter guten Sternen. Bis zum Monatsende ergeben sich für euch sehr interessante Sozialkontakte und ein neuer Flirt hat das Potenzial, sich langfristig gut zu entwickeln. Und diese schönen Tendenzen intensivieren sich dann zum Vollmond am 26. August und der fällt auf eure Beziehungsachse und steht sehr günstig für euch. Das Wochenende solltet ihr reservieren, um Zeit mit guten Freunden oder eurem Schatz oder eurem neuen Flirt zu verbringen. Für fest liierte Fische besteht allerdings in der letzten Augustwoche die Gefahr, dass jemand aus der Vergangenheit auftaucht, der Unruhe in die Beziehung bringt. Dabei kann es um eine alte Geldangelegenheit gehen. Ihr solltet das mit viel Fingerspitzengefühl handhaben und euch eurem Partner anvertrauen, wenn euch das belastet. Am 27. wird dann auch der Mars endlich wieder rückläufig und das trägt dazu bei, dass der Monat für euch positiv ausklingt. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Horoskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.